Hi, ich mache da schnell mein Tagesupdate. Platz für heute Nacht. Ganz chillig da. Es hat ganz viel einheimische Angler. Also Ausländer habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ich finde das noch mega spannend. Ich bin jetzt, habe jetzt, also das ist auch ein Park-for-Night-Platz und das einzigste Kriterium stand mit dabei, dass es hier eine Hundekolonie gibt mit über 50 Hunden und ich habe mal locker schon die Hälfte kennengelernt. Ich weiß nicht. Wie hat Tanja so lieb gesagt, auch all ihre Hunde haben auf mich reagiert. Ich weiß nicht, ich bin... ja, man merkt, glaube ich, dass ich ein guter Mensch bin, sozusagen. Tiere merken das ja, ne? Hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Und ja, mein Hauswächter habe ich schon, glaube ich. Und das wusste ich auch nicht. Tanja hat zu mir gesagt, wenn Hunde zu einem kommen und die geben einen von allein die Pfote, dann haben sie dich verdammt gern und dann tun, ja, dann ist, wow. Und das hat der Größte jetzt gemacht. Und der hat so ein Stachelhalsband um. Oh, ich würde das so gerne abmachen, aber jedes Mal, wenn ich dran fasse, reagiert er ein bisschen komisch. Ich vermute, ja, die wurden, ja, vermutlich, ich weiß nicht, wie viel hier ausgesetzt wurden, das weiß ich nicht, aber die vermehren sich halt wie blöd. Das eine Maidli, das war so eine ganz schwarze, die ist auch schwanger. Das hat man gesehen, die ganzen Zitzen sind ganz groß. Und auch gestern in Griechenland bei dem Visitor Center hat es auch so einen ganz tollen gehabt. Und der ist auch gerade zu mir gekommen. Der ist, und ich habe draußen geparkt. Ich habe nicht drinnen auf dem Parkplatz geparkt. Ich habe draußen auf der Straße geparkt, weil ich nicht gesehen habe, ob drinnen noch Parkplätze frei sind. Und dann ist der Wozi mir hinterhergelaufen ans Auto. Und dann habe ich ihm noch das Restliche zu essen gegeben, was ich hatte. Und dann bin ich rein und habe gefragt, ob sie wissen, ob das ein Straßenhund ist oder ob der zu dem, ob das ein Hund, ob der, von einem Mitarbeiter von dem Touristencenter, den sein Hund das ist, so rum. Dann haben wir gesagt, nein, der wurde dort ausgesetzt. Und das war auch ein Maidli. Auch die war, ach, war das ein schöner Hund. Ach, aber der ging es gut sozusagen, weil die haben die dort halt aufgenommen, die tun sie füttern. Und ich habe aber gefragt, halt, halt je nachdem, wenn sie mitkommt, dann nehme ich sie mit, dann fahre ich zum Vet und dann hole ich mir Papiere und dann, ja. Aber das wollte sie nicht. Sie hat sich im Visitor Center sehr wohl gefühlt. Von dem her habe ich gedacht, dann passt das. Ja, da hat sie jeden Tag Leute um sich drum, ist nie allein und sie wird das halt nicht kennen, ne? So einfach ins Auto einsteigen und ja. So, heute bin ich in die Türkei eingereist. Das war mal wieder ein Abenteuer ohne Ende. An der Grenze. Ich musste zum Röntgen sozusagen. Mein Auto. Und was ich so mega schräg fand ist, aber das mussten auch die Kleinen machen. Also die kleinen Autos. Und ich musste alles rausräumen. Ich so, nee, hey, hallo, das Ding fährt in ein Röntgengerät. Wieso muss ich denn jetzt mein scheiß Auto ausräumen? Habe ich absolut nicht verstanden. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das hätte man ja auch gesehen, wenn irgendwo was versteckt wäre, wenn es mit meinen Sachen drin. Und was ich halt nicht verstanden habe, meine Sachen selber hat keine Sau interessiert. Da lag mein ganzes Leben auf der Straße. Das war so, ich war so angepisst, ehrlich. Naja, auf jeden Fall kam dann hinter mir ein deutsches Pärchen mit so einem komischen Büssli halt, ne? Und ich stand noch da und war am Einräumen und ich so, ja, dauert halt noch einen Moment, ne? Musste halt alles auspacken und die mussten nichts auspacken. Den Bus haben sie da einfach, ich vermute, also ich weiß es nicht, ich verstehe es halt nicht. Ich vermute, es geht nach der Größe, dass kleine Autos halt wirklich leer sein müssen. Ich habe keine Ahnung, das habe ich halt nicht verstanden, warum das Büsli nicht ausgeräumt werden muss, aber die kleinen Autos alle ausgeräumt werden müssen. Und dann musste ich nochmal dahin und ach, keine Ahnung, das war so ein Riesen, ich weiß nicht, wie lange ich an der Scheißgrenze, ich glaube, ich stand 3 Stunden an der Scheißgrenze. Eigentlich wollte ich heute nach Istanbul durchfahren und zum Flughafen das abchecken, was mit meinem Gepäck passiert ist, aber oh, jetzt hatte ich so keinen Bock mehr und ich war so genervt und keine Ahnung. Und ja, jetzt habe ich mir hier das schöne Plätzchen rausgesucht und hoffe, dass es gut geht. Ich finde es mega schräg.
ich bin ja jetzt das erste Mal Türkei und dann schaue ich halt schon als erstes so Park for Night Plätze, weil ich denke, neues Land, bist du mehr auf der sicheren Seite sozusagen. Aber es standen ganz viele Plätze da, dass abends die Polizei kam und die Camper wach gemacht haben und gesagt haben, es ist nicht sicher. So mitten im Nirgendwo, wo ich gedacht habe, so, hä, wollt ihr mich verarschen oder was? Ich suche mir ja wirklich nur so Tannen, wenn dann, wenn ich über Park for Night schaue, dann suche ich mir ja nur Tannenplätze. Also der Tannenbaum steht für grüne Naturplätze sozusagen. Andere Plätze schaue ich mir gar nicht an. Und da stand bei fast jedem dabei, dass er von der Polizei wach gemacht wurde. Ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, mitten im Nirgendwo. Wer fährt denn in der Nacht mitten ins Nirgendwo und raubt Leute aus? Ich glaube, die hatten einfach keinen Bock, dass Camper da sind oder so. Ich habe keine. Also bei dem einen stand auch dabei, wir haben es nicht geglaubt. Weil ja, weiß ich nicht. Also ich würde den Platz hier als viel unsicherer empfinden, weil es einfach so viel. Nee, eigentlich, ich weiß es auch nicht. Es hat halt ganz viele einheimische Angler, die den Platz einfach genießen. Es ist auch mega schräg. Man darf nicht baden gehen, aber man tut angeln. Und es ist, was halt wirklich extrem Türkei wieder auffällt. Ne? Es ist komplett vermüllt. Es ist unglaublich. Ich verstehe es nicht, wie man, wenn man hierher kommt, dann kann man doch sein. Nee, ich glaube, das wird nur noch schlimmer. Gerade Richtung, also ich habe keinen Bock mehr auf Türkei, das hat mich heute schon wieder so ziemlich abgelöscht. Ich fahre morgen auf Istanbul zum Flughafen und dann, ich weiß, ich wollte eigentlich runter auf Izmir fahren und dann so eine Runde machen und dann wieder hochfahren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht morgen einfach wieder direkt nach Griechenland zurückfahre. Da war es um einiges angenehmer und ja, oh, was ich noch zu dem deutschen Pärchen sagen wollte. Ich habe den dann wieder gesehen da, wo man noch mal hin musste, dann nach dem Röntgen sozusagen. Und also eigentlich, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass wenn man in so eine Anlage reinfährt, dass man da nichts drin zu suchen hat. Weil das wird ja, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt bei Autos, ob das auch Röntgen heißt, ich habe keine Ahnung. Aber für mich ist es logisch, dass ich, wenn ich mein Auto da reinbringe, nicht da drin sitzen bleibe. Das sagt mir mein normaler Menschenverstand. Und ich habe da mit dem Deutschen nochmal geredet, irgendwie, dass ich es nicht verstanden habe, warum die ihr Auto nicht freiräumen müssen und ich schon. Ich vermute, es hängt halt wirklich mit der Größe zusammen. Das war, ich weiß nicht, keine Ahnung. Egal. Aber das Geile war, nee, was ich jetzt noch, warte, warte, warte. Dann sagt er zu mir, meine Frau ist im Auto sitzen geblieben und die haben nichts gemacht. Und ich so, wieso bleibt denn? Nee, erstmal so, aber wieso? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sagt doch der normale Menschenverstand, dass man nicht in so einer Anlage im Auto bleibt. Egal. Die Zollmänner an der Endkontrolle hat mega Freude an mir. Türkiye, Türkiye, du musst Türkiye auf dein Auto schreiben. Ich so, ja, wenn sie mich mal irgendwann durchlassen. Oh, weil das ging wirklich, ich habe keine Ahnung, wie lange. Oh, mich hat das so angeschissen, das Auto auszuräumen. Aber dadurch habe ich sozusagen einen Großputz gemacht, aussortiert und ich habe noch so Sachen gefunden, wo ich mir gedacht habe, wieso habe ich das nicht weggeschmissen? Wieso habe ich das denn mitgenommen? Naja, auf jeden Fall so schwuppsdiwupps wieder. Recht viel einfach mal rausgehauen, hat wieder ein bisschen mehr Platz gegeben und ja, hier geht jetzt gleich die Sonne unter. Ich will kochen. Ich habe mir Eier gekauft. Ich wollte mir Bratkartoffeln mit Rührei machen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die Hunde hier sind, ob ich hier einfach kochen kann. Weil der eine Hund, ich hatte mir vorhin Brot mit Thunfischpaste, also habe mir Thunfisch und Gewürze und alles selber angerührt. Und da hatte ich jetzt noch einen Rest im Auto drin stehen. Und das hat ja eine Bautzi, die ist definitiv schwanger, also oder war schwanger. Sie sieht nicht mehr schwanger aus, aber ich meine, sie war schwanger, weil die Zitzen noch alle so groß sind. Und die sind halt wirklich alle komplett abgehungert. Ne? Da siehst du richtig, dass das Straßenhunde sind und die interessiert es ja halt nicht. Es ist Wahnsinn, es ist. Oh. Ich bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin so froh, dass es das bei uns nicht gibt. Oh, es ist unglaublich, ehrlich. Ich schaue mal, wenn der
eine kleine Süße wieder zu mir kommt. Vielleicht nehme ich hier einen mit. Ich weiß nicht. Eigentlich will ich Katzen. Ich will keinen. Ja, irgendwie mag ich schon einen Hund. Aber ein Hund ist, eine Katze kannst du einfach mitnehmen. Eine Katze ist, da brauchst du keine Papiere für oder irgendwas. Aber für einen Hund, ach, und hier siehst du halt extrem, ne? Die sind alle krank, der eine humpelt, die haben überall Narben, die bekämpfen. Ja, das ist das, wo ich jetzt ein bisschen Angst vor habe. Wenn ich anfange zu kochen, dass die Wauzis alle herkommen und mein Essen klauen, sozusagen. Und ich weiß nicht, wie ich will das nicht drin kochen. Aber nochmal auf Brot habe ich auch keinen Bock. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie kriege ich es geregelt. Ach, wenn ich mache mir nochmal so ein Wrap wie gestern, das kann ich drin kochen. Und dann habe ich meine Ruhe sozusagen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich probiere es mal, was die Mauzis machen. Vielleicht lassen sie mir. Jetzt steht direkt ein Einheimischer neben mir und jetzt sind alle Wauzis bei dem. Aber ich denke, sobald ich anfange, was zu kochen. Ja, naja, okay. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.